Breitbart News ohne Steve Bannon. Der ehemalige Chefstratege im Weißen Haus hat die rechte Nachrichtenseite verlassen. Man werde ihm immer dankbar für seinen Beitrag sein, so Mitbegründer Larry Soloff. Bannon war zuletzt Herausgeber bei Breitbart. Die Gründe für seinen Rückzug sind nicht bekannt. Der Ex-Berater des US-Präsidenten war stark unter Druck geraten, da er im Enthüllungsbuch Fire and Fury mit sehr kritischen Äußerungen über Präsidentensohn Donald Trump Jr. zu Wort kommt. Auch die Milliardärsfamilie Mercer, Miteigentümerin von Breitbart, hatte sich daraufhin von Bannon distanziert.